Da kam dann auch ein Journalist her, hat 7 Stunden mit uns verbracht. Also wir haben ihn ganz gut aufgeklärt erstmal, haben ihm jede Menge Dokumente mitgegeben. Und ich habe mit diesem guten Mann dann noch 12, 13 Stunden am Telefon verbracht, mit mehreren Telefongesprächen. Und er hat unter anderem dann auch beim IPCC, also beim Intergovernmental Panel on Climate Change, angerufen, sich gemeldet mit WDR Monitor und sagte, seitdem ich da angerufen habe und die Dame war so verdattert, dass ich jetzt überhaupt Chemtrails und so weiter, sagte, jetzt weiß ich, da ist was dran. Gut. Es wurde aber leider nichts davon. Also die haben keinen Film gedreht. Das war das erste Erlebnis. Das nächste war dann Sat.1, die mich anriefen. Ganz begeisterte Redakteurin, hatte das auch schon alles abgekaspert mit ihren Chefs. Die wollten zum Filmen kommen, zu mir nach Hause. Einen Tag vorher, Absage. Gut. Das nächste war dann Deutschland-Sender. Da kam immerhin einer, der hat ein Interview aufgenommen, das haben sie auch gesendet. Also das ist mal was Positives. Es gibt also auch noch ein paar Leute, die was wagen. Aber das war auch nur ein Kurzinterview, das war ja nicht so ergiebig. Das nächste war dann Spiegel TV. Inzwischen war ich mit Peter Platte ja durch die ganze Bundesrepublik gereist und hatte Veranstaltungen gemacht. Zwar nicht immer so groß wie hier, aber in Hamburg hatten wir immerhin auch 600 Leute. In Berlin hatten wir 220 Leute. Nach Chemnitz sind wir gefahren. Und Chemnitz wollten die filmen von Spiegel TV. War alles abgekaspert. Das ganze Equipment war bestellt, die Kameras und so weiter. Ich habe dem Journalisten, wie er mich anrief, gesagt, oh, Sie sind aber mutig, wenn Sie das Thema anfassen. Glauben Sie, dass Sie das durchkriegen? Ja, das wäre alles klar, die Redaktion hat ja gesagt und. 2 Tage später rief er mich an, er sagte, Sie haben recht gehabt, das hätte er noch nicht erlebt. Das Ding ist gecancelt. So viele Zufälle auf einmal gibt es ja wohl nicht, habe ich mir gedacht. Gut, jetzt kommt das Thema Greenpeace. Ich habe dann Greenpeace so lange geärgert, sag ich mal. Nun kennen mich ein paar Leute bei Greenpeace. Auch aufgrund meiner Preise und so weiter haben sie sich ja ein bisschen auch mit mir gebrüstet. Die hatten auch mal einen einseitigen Artikel im Greenpeace-Magazin, was also jeder Förderer nach Hause kriegt. Und ich habe dann in der Arbeitsgruppe bei Greenpeace schon mal auf das Thema HARP hingewiesen, weil diese Arbeitsgruppe ging um Krieg und Frieden und neue Waffensysteme. Und ich habe gesagt, ist ja wunderbar, da müssen wir ja unbedingt über HARP sprechen. Da wollten die aber gar nichts von wissen. Das fand ich schon mal komisch. Gut, ich habe ja nicht locker gelassen. Wenn ich Widerstand kriege, dann wird das richtig spaßig. Und ich habe dann beim nächsten Greenpeace-Treffen, also einmal im Jahr wird so ein Kongress veranstaltet, wo ungefähr so viele Leute da sind wie hier, also 600, 700 Leute. Gut, heute sind wir hier mehr. Wo also die Leute, die die Gruppen anleiten, also die 2, 3 Partner da, ich war da A-Partner halt in unserer Gruppe, dann sich treffen und habe gesagt, wunderbare Sache, da halte ich jetzt einen Vortrag über Chemtrails und Wetterbeeinflussung. Habe das angemeldet, die gute Dame hat das auch genehmigt, war alles klar, ich habe mich vorbereitet, 2 Tage vorher abgesagt. Ich durfte diesen Vortrag nicht mehr halten. Da bin ich also gelinde gesagt sehr wütend geworden, habe mich nachts hingesetzt mit meinem Sohn, der hat mir geholfen, ich war damals mit Computer noch nicht so fit und wir haben dann in einer Nacht- und Nebelaktion einfach 500 CD-ROMs gemacht. Mit Grundinformationen. Und die habe ich dann da verteilt. Das hat ihnen zwar auch nicht besonders gefallen, schien mir so, aber sie haben es geduldet. Gut. Ein Jahr darauf, 2004, habe ich wieder Vortrag angemeldet, weil die Gruppenmitglieder wurden ja aufgefordert, ihre Anliegen oder die Gruppenanliegen vorzubringen, um die anderen zu informieren. Ich habe gesagt, wunderbar, jetzt informiere ich. Habe das Ding genannt. Ich meine elektromagnetische und chemische Wetterbeeinflussung und die Wirkung. Sofort wurde mir das untersagt. Da habe ich gesagt, es kommt hier schlagartig zum Eklat, wenn ich das Ding jetzt hier nicht halten darf, also den Vortrag, weil mich kennen ja nun ein paar Leute. Gut, aufgrund meiner Aufgeregtheit haben die mir das dann gestattet, von einer ganz kleinen Gruppe, 20, 25 Leute, so einen Vortrag zu halten. Dabei setzte man mir dann einen Aufpasser rein mit 2 Zeugen. Die habe ich nämlich befragt. Ich habe gesagt, was wollt ihr denn eigentlich hier? Ja, wir sollen da mit aufpassen, was du da so sagst. Also ich hatte vorher ein etwas anderes Bild von Greenpeace als zu diesem Zeitpunkt. Es wurde immer witziger. So, dann hatte ich mit jemandem gesprochen, also den Namen würde ich lieber nicht erwähnen, weil ich will den Leuten keine Schwierigkeiten machen, der mir schon sagte, die überlegen schon, wie die dich loswerden. Gut, ich gedacht, dann drehst du noch ein bisschen mehr auf, dann müssen sie ja irgendwann das mal machen. Brauchte ich aber gar nicht. Ich kriegte dann ein paar Monate später ein offizielles Schreiben von Greenpeace Deutschland.
dass ich fortan kein Gebäude von Greenpeace mehr betreten darf, zu keiner Veranstaltung, die Greenpeace macht, noch Einlass bekomme, weil die Themen, die ich ja privat verbreite, sich nicht mit Greenpeace-Philosophie vereinbaren lassen. Das habe ich schriftlich. So dumm waren sie dann auch noch, mir das auch noch schriftlich zu geben. Die Themen waren folgende. 9/11, das heißt, die seltsamen Vorgänge in New York am 11.09.2001 und im Pentagon, weil dazu hatte ich auch schon mal Aufklärungsarbeit gemacht, und zwar an der Uni Oldenburg habe ich mal in 3,5 Stunden sehr gut vorbereiteten Vortrag gehalten, wo kein einziger Mensch rausgegangen ist, der Saal war auch voll. Muss ja wohl ganz überzeugend gewesen sein, und das ist auch im Regionalfernsehen übertragen worden, das Ding. Und ich habe dann dafür gesorgt, dass zusammen mit der katholischen Hochschulgemeinde in Oldenburg Andreas von Bülow nach Oldenburg eingeladen wurde, der ehemalige Staatssekretär vom Verteidigungsministerium, der aber auch schon mal Forschungsminister war und der auch im Pentagon ein- und ausging. Das heißt, der Mann hatte ja Hintergrundwissen und er war in seiner Amtstätigkeit angesetzt auf die Schalko-Lukowski-Affäre und ist dabei dahinter gekommen, was es denn für Verquickungen gibt, wenn es also um Drogenschmuggel und so weiter geht. Und immer wenn er dann in seinen Ermittlungen so weit gediehen war, dass er bis an die Geheimdienste herankam, haben die gesagt, das machen wir jetzt. Also CIA und Co. Gut, das hat ihm nicht besonders gefallen. Also wie er dann aus der Politik ausgetreten ist, hat er ein hübsches Buch geschrieben, das kann ich jedem empfehlen. Das heißt, im Namen des Staates. Und da sind die ganzen Schweinereien aufgeziffert, die sich ein normaler Bundesbürger und ein normaler Schweizer oder Österreicher wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, was der Staat so macht nebenbei. Na gut. Ich erzähle das deswegen, ich komme schon noch aufs Wetter, weil das alles zusammenhängt. Womit wir das hier zu tun haben, was bei einigen Vorrednern hier ja schon durchleuchtete, ist, es geht um die strategische Zerstörung jeglicher Naturgrundlage. Und ich weiß, was ich sage. Und zwar haben wir von einem britischen Wissenschaftler, der aber auch nicht genannt werden will, ein Papier bekommen, der es genau so benennt. Es geht um Geopolitik, es geht um Erpressung anderer Staaten, das geht es natürlich schon immer. Früher hatte man bloß nicht die Mittel, heute hatte man so perfekte Mittel. Das heißt, man fährt erstmal hin zu einem Staat, von dem man was will, Rohstoffe oder man will seine Banken und Versicherungen da frei agieren lassen. Mit anderen Worten, man will das Land ausplündern. Und wenn das Land dann nicht will, das heißt, wenn es noch Zölle erhebt zum Schutz ihrer Bauern, des Kleingewerbes und anderer lebensnotwendiger Sachen, Energieversorgung, Klärwerke, tralala, und da nicht der Ausverkauf gestattet wird, dann wird eben agiert. Und da haben die eben zu den anderen Dingen, die sie heute auch schon haben, die letzte Stufe ist immer der Angriff, eben auch noch andere Möglichkeiten. Man kann heute eben auch mit Wetter Staaten in die Knie zwingen, indem man denen zum Beispiel eine Trockenheit schickt oder eine Flut und so weiter. Ich habe hier auf dem Flohmarkt mal neulich so ein Buch gekauft und dann lese ich noch mal ein paar Zeilen daraus vor. Das ist ein uraltes Buch von 1950 von Robert Jung mit dem Titel Die Zukunft hat schon begonnen. Die waren in den USA damals schon so weit, dass es also Firmen gab, die also für pro Acre für 2 bis 5 Cent den Ranchern und Farmern Regen verkauften. 1950. Können Sie sich vorstellen, wie weit die heute sind? Und zwar, so musste er nur eine verhältnismäßig geringe Pauschale zahlen. Regnet es stärker und öfter, so steigen seine Zahlungen mit jedem zusätzlichen Zoll Wasser, der vom Himmel herunterfällt. Crick, also so hieß der Unternehmer, hat 1951 nicht weniger als 330 Millionen Acre, ein Gebiet so groß wie Frankreich, unter Kontrakt gehabt. Hat man davon was in der Presse hier gelesen? Nichts. Fast alle seine Kunden bekamen mehr Regen als durchschnittlich und bezahlten den Wasserüberschuss kontraktgemäß an Dr. Crick. Seine Einnahmen in diesem Jahr wurden bereits auf mindestens 10 Millionen Dollar geschätzt. Seine Ausgaben weniger als 1 Million.